weil die Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, hat Svenne seine Socke genommen und hier dazwischen gehangen. Dieser Herr. Dieser Scheiß raus hier. Denken, dass er jetzt den Sitz rausbauen muss, damit wir jetzt zur Location fahren. XS Carnet Classic ist angesagt. Und eigentlich denkt dieser Herr, dass dieser Herr jetzt was bei uns im Laden abholt. Aber Marco, dem ist nicht der, du kannst den Sitz drin lassen. Wir fahren nämlich damit. Oh. Ich hab mir überlegt, wir sind noch nie mit einem Trabi gefahren, seitdem wir uns kennen. Noch nie. Oh, Alter. Oh. Marco, könntest du dieses Gefährt stoppen im normalen Leben? Das war irgendwas mit Schock oder sowas. Naja, den brauchen wir glaube ich nicht, oder Silvio? Nee, den brauchen wir jetzt nicht. Schock brauchen wir nicht, aber würdest du die Gänge reinkriegen? Ich weiß die im Schlaf. 1, 2. Oh ja, das sieht gut aus. War das dann rausziehen oder reindrücken? Ja gut, du musst ja nicht fahren. Also wir fahren jetzt zum Schloss Burg. Oh, das bei schlechtem Wetter, da wird es gleich schön. Morgen wird seinen Schwamm schon gleich rausholen, dann wird die Scheibe beschlagen und der Morgen wird wischen die ganze Fahrt bis an Balaton. Und dann kommt eine Dame, die war schon vor 20 Jahren mit uns am See und die wird uns was zeigen. Ja, da könnt ihr gespannt sein, bis gleich. Gespannt, genau, Morgen, wir sind gespannt. Ja, ich spannend. So, und das ist die Mann, die war vor 20 Jahren, glaube ich, schon mal mit uns am See. Also so lange kennen wir uns schon. Und die Manu hat einen Abschleppservice. Und Marco erklärt ihr gerade, wie wir hier mit den ganzen Ausstellern nicht mehr hier durch, sondern dann über die Mauer mit dem 10 Meter Auslieger in den Schlosspark wollen. So, und jetzt folgendes Problem. Der Ausleger ist 10 Meter lang und verliert dann ein bisschen an Gleichgewicht, wenn wir zu lang gehen würden. Und dieser Punkt, wo die Fahrzeuge hin müssten, wäre genau 10 Meter. Das heißt, es wäre die volle Länge mit vollem Gewicht. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir es vielleicht irgendwie hier vorne dann doch ein bisschen einfacher uns machen. Svenne der Kran, wie wir ihn auch gerne ab heute nennen, sagt, er bekommt das hin. Wir sind gespannt. Wir haben aber, um Svenne etwas zu entlasten, noch eine Alternativvariante gefunden. Tor auf und dann sieht er zumindest, wo er hinhebt, weil das ist so die Bauchschmerzen, die er jetzt gerade hat. Und er würde es gerne vorher probieren. Und einen Testhub würde er gerne machen. Was gegen unsere Prinzipien sind, weil wir würden lieber an dem Sorg selber verkacken. Ja. Nein, also Sven will es probieren. Ja. Und also dazu sagen, Sven ist neu bei uns. Deswegen will er probieren. Also er hat richtig Schiss. Aber wir geben ihm die Chance. Ja, ja. Wir probieren, werden alles an dem Tag dafür tun, ja, dass es schief geht. Wir belieben an ihn. Ja, und wir belieben und trusten an ihn. Am 17. muss er dann richtig abliefern. Ja, wird eh nicht, aber kann er probieren. Ganz früh am Morgen, 11 Grad nur. Es geht jetzt direkt zum Bauhof. Die Stadt Freital hat uns vorab schon eine Straßensperre genehmigt, da müssen wir jetzt die Schilder holen, das mache ich jetzt schon alleine, da der Bär meistens bis 12 Uhr schläft und dann erst später kommt und dann holen wir Artemis ab und düsen damit dann zum Schloss Burg und machen heute schon den Probehub bei gesperrter Straße. Ich hoffe, das Wetter hält, weil Artemis eigentlich bei Regen ungern auf die Straße möchte. Und da ist der Mann. Der Mann aus dem Federbett. Mein persönlicher Kranführer. Der Mann für. Können wir ein bisschen los jetzt? Es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, mach die Karre auf. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend?
just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like, yes, ma'am. So, und wir haben nur eine Stunde Zeit für, und jetzt kommt schon das erste Auto, für die Straßensperrung. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir jetzt die nur noch 50 Minuten vollständig nutzen. Why you act so extra? Let me in your section. Running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pops drinking all the time. You just wanna get away, come hop up in my ride. Two goofies on the run, couple f***. Weil die Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, hat Svenne seine Socke genommen und hier dazwischen gehangen. Das also heißt, hat mal Mund. Das heißt, er hupt jetzt Barsch. Spirits in my lungs, get my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. Und das Gute ist, dass was Artemis hier ausmacht seit nun fast 6 Jahren, ist die Trockenheit des Unterbodens und vor allem die Dichtheit des Motors. Also das ist ja immer sonst ein Problem bei den Luftgekühlten, dass der relativ schnell ins Schwitzen kommt. Aber Artemis hat hier so ein 1A Motorchen. Zurück im Büro, hat es jetzt auch angefangen zu regnen und zwar massiv. Aber nach unzähliger Wartezeit sind endlich unsere Klamotten gekommen. Die waren eigentlich für den 8. Mai für die Würthersee Edition Car Night gedacht. Und das hat sich jetzt durch die gesamte Weltproblematik ein bisschen verzögert. Der ganze Bus, also unser 7,5-Tonner, ist voll. Und das packen wir jetzt noch schnell aus. Wenn wir Zeit haben, gucken wir noch mal rein. Aber ansonsten ist hier gut was da. Right into your legs like oh my god. And let's go on a day like oh my god. When I'm back from LA like oh my god yeah. She still think it's odd yeah. I got all these fans, she's the only one I want yeah. Impress me with your mind, I might turn you to a mom yeah. Und jetzt ist es wie es ist, jetzt ist der Steffen da. Ein langer Stammkunde von uns, der holt jetzt noch ein paar Tickets ab und greift sich direkt schon hier den ersten Hoodie. Außer der Nico, der kriegt keinen. Jetzt zieht es sich doch länger, jetzt ist es gleich dunkel und der Nico hat auch gleich Feierabend und der Basti. Da gibt es jetzt gar nicht so viel zu zeigen, also eine ganze umfangreiche Kollektion, unter anderem mit Subclass zusammen und so weiter und so fort. Da werden wir dann bei der Car Night einiges verkaufen und der Rest flattert dann in den Shop und wie ihr seht, wird wohl einiges diesmal übrig bleiben. Und aus dem Nichts, willst du zuschließen, kommt der Robert von Edelweiss Custom um die Ecke. Der hat uns einen Kakao mitgebracht. Servus Robert. Moin. Denn bei jeder Car Night bringt der Kakao und was war's? Aus dem Kaufland Schokodrink und unsere Puddingtorte mit. Und da das Tradition mittlerweile ist, machen wir es dieses Jahr so. Unsere Mädels packen ja dann am kommenden Samstag die Pakete. Dort bekommt jetzt jeder einen eigenen Edelweiss Kakao. Genau. Und die laden wir jetzt erstmal hier in unser Right into your legs like oh my god. And let's go on a day like oh my god. When I'm back from LA like oh my god yeah. She still think it's odd yeah. I got all these fans, she's the only one I want yeah. Freitag, 23 Uhr. Keine 2 Tage mehr bis zur Veranstaltung und eigentlich sollten unsere XS Mac Hefte für alle Aussteller und auch für alle Gäste schon seit Dienstag da sein. Die sind laut Tracking List, das ist das, was ihr jetzt gerade seht, ist das irgendwo in Frankreich gelandet, worum auch immer. Und das war bis gestern der Fall. Und jetzt haben wir die per Express. Ich danke Herrn Fenneberg von DHL Fracht Deutschland für den unglaublichen Support gerade nach Feierabend. Ich habe seine Handynummer nach 18 Uhr heute rausbekommen durch Vitamin B. Und er ist sogar rangegangen, er wird es wahrscheinlich verfluchen, worum er rangegangen ist. Und wir sind mit ihm so weit schnell durchgekommen, dass er uns jetzt die Pakete nach Kassel zum DHL-Hauptlager schicken lassen hat. Und jetzt werden die Jungs noch den Bus, die Sitze rausräumen und damit jetzt nach Kassel düsen, weil bis um 4 die Nacht müssen die geholt sein, damit die morgen von den Mädels noch gepackt werden können und so weiter und so fort. Also alles wie immer. Und das ist er. Der Mirko, der mit dem Silvia zusammen, weil der Falk möchte nicht. Der jetzt die Pferde sattelt und Richtung Kassel reitet und dann bis um 4 volltrunken mit den Heften wieder nach Hause kommt.
Nächster Samstagmorgen. Der Bär hat gerade mit mir den emotionalsten Podcast hinter sich. Und da kommen jetzt zumindest die Hefte, die wir für morgen brauchen. Die werden wir jetzt noch packen. Also nur der Marco allein. Du packst ja gar nichts. Und dann, Marco, sag bitte, wie pünktlich ich gerade war. Auf die Sekunde. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da soll ich ja gratulieren, dass du jetzt noch atmest oder was? Wäre eine Maßnahme. Und da ist der Mirko wieder zurück. Und jetzt schüttet es seit geraumer Zeit aus Kannen und wir werden jetzt sehen, wie wir das jetzt überhaupt hier weitermachen, weil ja die ganze Technik nicht wirklich nass werden darf und auch der Schlosspark sollte von der Wiese uns dann später beim Einladen und beim Befahren nicht zum Verhängnis werden. Unser Stargast, unser Highlight für morgen, der Opel Manta GSE. Weltpremiere, also er war für Pressegeschichten schon mal zugänglich, aber eben nur meistens in Rüsselsheim. Und jetzt ist er bei uns und wird morgen theoretisch weltweit das erste Mal uraufgeführt. Und jetzt darf endlich DS Abschleppservice hier mal ans Werk. Wir haben ja mit Artemis gut trainiert vor gut zwei Wochen und jetzt wird sozusagen die schwarze Witwe, der DTM Omega und die Silva und noch der Film Manta Manta, also der Manta Manta Filmwagen, der wird jetzt dann hier reingehoben, weil alle jetzt zu schwierig sind zum Reinholen. Eine XSK Night und vor allem die XSK Night Classic muss man erlebt oder vielmehr gefühlt haben. Wir versuchen im Vorfeld einen gewissen Spirit zu entwickeln, was Line-Up, Location, Dekoration, Musik oder auch das Catering betrifft, um euch am Ende abzuholen, was uns meistens auch gelingt. Wir für euch und ihr für uns. Hey!
So, anders als sonst, nochmal zum Schluss, wir zwei, Banausen, unsere Fahrzeuge, also unsere Privatfahrzeuge, werden jetzt hier rausgehoben und kommen dann ins Archiv bei uns. Also Marco hat ein eigenes Archiv, logischerweise. Nein, wir danken fürs Reinschauen, lasst bitte ein Like da, wie gesagt, Kommentar ist Algorithmus. Ja, und Marco liest und freut sich, also er liest wirklich jeden Kommentar, ich genauso. Und wir werden auch schön wieder antworten, das hat das letzte Mal bei GP gut geklappt. Wir danken allen, die dazu beigetragen haben, dass so eine Veranstaltung unter den Bedingungen möglich ist, der Stadt Freital in erster Linie, wo wir bei jeder Geschichte sofort Rückenwind spüren und zwar massiv. Marco dankt seiner Mutti, dass er geboren wurde und so weiter und so fort. Bleibt uns gewogen und bis ganz bald. Ciao. Tschüss.